Du, Stefan? Hm? Was haben Angelsport und Altersvorsorge gemeinsam? Das A am Anfang? Wir acht Binden, Mundbarsch? Auch. Hätte auch Aal sagen können. Wäre einfacher. Beim Angeln genauso wie bei der Altersvorsorge macht es vorher Sinn, sich Gedanken zu machen, was man will. Da kommt es auf viele Dinge an. Spot, Wetter, Tackle, Tageszeit und auch viel mehr. Deshalb beißt bei mir auch nichts. Du musst nur ein paar Dinge ändern, dann fängst du auch mal was. Und bei der Altersvorsorge ist es übrigens genauso. Später einen guten Ruhestand zu haben, hängt genauso von vielen Faktoren ab. Und wenn du später etwas Gutes zu beißen haben möchtest, solltest du dich jetzt darum kümmern. ETF-Sparplan und fertig ist? Ja, nee, ist klar. Ist genau wie beim Angeln. Da braucht man auch nur einen Köder für alles, oder was? Versuch's doch mal mit Mais auf Zander. Krapfen beißen auch drauf. Ja, okay. Hast du recht. Ja, dann lass das mal angehen. Guck mal, Mais auf Zander geht wohl. Stefan, das ist kein Zander. Das ist eine Grundel. Ich bin Mike von der Mittelelbe und neben meiner Tätigkeit als freier Autor für die Fisch und Fang kümmere ich mich im echten Leben als Makler um Ruhestandsplanung für alle, die unseren Angelsport lieben. Und wenn du das Thema schon immer mal angehen wolltest, dann ist jetzt der richtige Moment. Nimm einfach Kontakt über einen meiner Social Media Kanäle mit mir auf. Wir lernen uns kennen und machen was draus. Dein Mike. Was haben Angelsport und Angeln? Ich bin bescheuert. Und Altersvorsorge. Was haben Angelsport und Angeln gemeinsam? Das Aal. Ja, mach den mal. Muss halt voll ernst, ne? Geht nicht anders. Nochmal. Du, Stefan. Hm? Ich komme mir so blöd vor.